Hallo, schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Wir werden heute meine Stapelia-Pflanze umtopfen. Ich möchte dir mal zeigen, wie ihr jetzige Stand ist. Die habe ich seit circa 3 Jahren. Die befindet sich in einer Keramikschale und ein paar Steine sind da auch noch mit drin. Nur die ist jetzt schon ziemlich groß geworden für diese Schale. Ich habe leider keine andere Keramikschale gefunden, aber diese Plastikschale, die ist jetzt um einiges größer. Da wird sie jetzt umziehen, denn die rankt schon ziemlich. Also das ist nicht nur eine buschige Pflanze, sondern die hat einen extrem langen Arm, den ich schon umschlungen habe. Ja, was machen wir zuerst? Wir werden die Steine entfernen und natürlich vorher schon mal Erde reingeben. Ich werde sie jetzt auch ja, gründlicher von der alten Erde befreien, denn sie ist da schon längere Zeit drin. Natürlich wird sie gedüngt, aber wäre mal gut, wenn man das austauscht nach einiger Zeit. Ja, und dann werden wir sie zusammen neu arrangieren, denn ich möchte schon, wie ihr hier sehen könnt, auf größeren Steinen die platzieren, dass es wirklich ein Blickfang wird und nicht nur eine umgetopfte Pflanze. Ja, bei der Stapelia ist noch zu beachten, dass die sehr schöne Blüten bekommt. Leider hat sie jetzt aktuell keine. Die sind ziemlich groß, aber vielleicht wisst ihr schon den Beinamen der Stapelia, denn das ist die sogenannte Aasblume. Warum heißt sie so? Weil diese riesigen Blüten einen sehr unangenehmen Geruch haben. Die sind auch haarig. Und ja, die sollen verschiedenste Insekten, die eben diesen Aasgeruch gut finden, anlocken, damit die Pflanze sich auch vermehren kann. Ich muss dazu sagen, wenn sie einfach so im Zimmer steht und blüht, ist das kein Problem, man merkt das nicht. Man merkt das halt, wenn man richtig nah rangeht an die Blüte. Ja, aber fangen wir jetzt an mit dem Umtopf. So sieht die fertige Stapelia aus. Und ich bin recht zufrieden. Ich muss noch ein paar mehr Steine sammeln. Also so 100% zufrieden bin ich noch nicht. Aber ihr könnt schon mal sehen, wie hübsch das aussieht. Ein paar große Steine sind auch dabei. Ja, ich werde euch gleich noch mal zeigen, wenn sie an ihrem Standort ist, wie es dann genau aussieht. So, das ist jetzt der Standort der Stapelia, direkt am Fenster. Ihr seht, die ist ein bisschen rechts zur Seite geneigt. Das gefällt mir nicht so, aber in dieser Ecke ist nochmal ein Fenster, beziehungsweise die Balkontür. Die wird sich aufrichten. Ja, hier seht ihr jetzt die Steine. Ich habe versucht, verschiedene zu nehmen, dass auch wirklich ein Blickfang ist und was hermacht. Ja, die werden die Stapelia nicht irgendwie kratzen oder aufritzen. Die sind nicht so scharfkantig, auch wenn manche so ein bisschen aussehen. Ja, vielleicht hätte man sie noch ein bisschen höher machen können in dem Topf, aber ich glaube, so ist es ganz gut.
Auf Dauer möchte ich allerdings diesen Stein hier austauschen, denn der ist mir nicht groß genug. Also es wäre schon schön, wenn hier so eine richtige Säule wäre, dass das also wirklich ein Hingucker ist. Ich meine, so ist ja auch schön. Ja, und wenn die dann erstmal die Blüten hat, die können dann entweder ja normal in dem Topf wachsen oder je nach Länge können sie auch runterwachsen. Deswegen ist die auf diesem Tisch, damit auch das gegeben ist. Ich hatte verschiedene Blüten. Manche waren kurz und ja kompakt in der Pflanze selber gehalten und andere hatten extrem langen Stiel. Ja, das Substrat habe ich auch wieder selber angemischt. Das ist zum Teil normale Blumenerde gewesen, ein geringerer Teil und dann Lehmboden, der aber natürlich trocken war und auch zusammen gekörnt. Also es waren größere Partikel drin für die Drainage. Steinchen sind mit drin, kleine, feine. Und Sand ist auch mit drin. Also das perfekte Substrat für die Stapelia, denn die mag zwar gerne Wasser, aber sie steht auch gerne trocken. Falls sie einen Wassermangel hat, werden die Stiele ein bisschen ja, labbrig und hängen runter. Dann kann man sehen, dass sie einen Wassermangel hat. Nicht wie in diesem Fall hier. Das ist einfach nur durch die Wuchsrichtung. Aber trotzdem sieht es in dieser Richtung aus, dass sie dann so anfängt runterzuhängen. Und wenn sie dann Wasser bekommt, ja, dann richten die sich nach ein paar Stunden wieder auf. Die ist jetzt ungefähr, ja, habe ich ja schon gesagt, 3 Jahre in meiner Pflege. Und die war, würde ich sagen, ungefähr dieser Teil, als ich sie bekommen habe, von der Größe her. Und der Rest ist alles gewachsen. Und ich gieße die jetzt zweimal die Woche. Aber ihr müsst mal gucken, wie es mit eurem Klima ist, ob da mehr oder weniger Bedarf herrscht. Ja, ich hoffe, das Video war sehr informativ für euch. Vielleicht habt ihr auch eine Stapelia oder andere Sorten davon. Es gibt ja verschiedenste Musterungen und Verfärbungen. Also wirklich toll. Ja, lasst es mich gerne wissen in den Kommentaren. Und ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und nächstes Mal wieder dabei seid. Bis dann. Tschüss.